Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Juhu, es ist da, PTU für alle. Naja, also zumindest für die Eingeladenen. Jetzt ist der NDA weg, das heißt, wir können uns jetzt austoben. Und was haben wir uns als erstes ausgesucht, Weezen? War ja wohl klar. Natürlich die Starfarer Gemini, die ist nämlich ultra geil. Ein 350.000 Kilo Schiff, ein Tanker, umgebaut von Anvil. Eigentlich von Misk hergestellt und Anvil umgebaut, fürs Militär entwickelt. Zur Betankung im Feld von Staffeln oder zum Absetzen von Minen. Und der hat vorne in der Schnauze auch diese fetten Raketenwerfer da drin. Sieht aus wie Size 3. Ich weiß es nicht, auf der RSI-Seite steht es auch nicht drin. Könnte Size 3 sein schon, ne? Sie wurden inzwischen verändert, ja. Also es sollen jetzt Size 3 Raketen sein, die drin sind. Mhm. Sehr pulsant. Definitiv sehr imposant und ja, die ist jetzt flight ready, genauso wie die normale Starfarer und deshalb werden wir uns jetzt natürlich uns gleich mal ins Fluggefühl begeben. Wir sollten das auch tun, bevor hier jemand uns das Schiff wegsnappt. Unterm Arsch wegklaut. Genau. Da hat die doch diese Bering-Kanonen da, diese Vierling, Das ist auch geil. Definitiv. Es ist ein riesen Gerät. Und ich mag die Lackierung, Ich finde die wunderschön. Ja. Hat auch UEE-Markings drauf, ne? Hast du gesehen? Wo haben wir die wieder geklaut? Die sind draußen, irgendwie ist die von der UEE gemarkt. Also, nur noch mal zum Verständnis, Leute, es ist PTU, es ist Patch G vom PTU, Patch Golf sozusagen, und es freest hin und wieder. Wir werden jetzt gucken, wie weit wir kommen, wie was mit dem Public Test Universe eben so ist. Es ist halt eine Testumgebung, die eigentlich nicht fürs stabile Spielen gedacht ist. Von daher, Weezen, mach die Karre auf. Und es gibt ja zigtausend Sachen, die wir eigentlich erzählen müssen. Wir machen das natürlich Stück für Stück in den Videos. Wir sehen auch schon die ersten EVA-Suits. Das ist die Einsteiger, sag ich mal, Discount-Version, mit der alle starten, die wir gerade tragen. Aber funktional, ist dicht. Ja. Ist dicht, ja. Das ist immer das, was wie Weezen versucht, mir diesen EVA so geschmackhaft zu machen. Ich finde ihn nämlich potthässlich. Aber naja, irgendwo muss man ja anfangen, ne? Wenigstens hat er Urinbeutel und naja. Weiter rede ich jetzt nicht. Das ist, worauf das Fighter Command halt Wert legt. Ja, genau. Ah, durch die Gänge hier durch und gleich geht's los. Feine. Sag mal, ist denn die andere Starfarer, das müssen wir uns nachher nochmal anschauen, ist die denn innen auch so lackiert von den Farben? Wahrscheinlich, ne? Das weiß ich tatsächlich nicht, ja. Das Gelb kommt mir jetzt irgendwie un... Kann ich mich gerade nicht dran erinnern, aber vielleicht schaue ich dann nachher nochmal in unser Video rein. Genau. So, Weezen wird jetzt hier mein Pilot und ich setze mich jetzt hier mal in meinen Captain-Sitz. Ich meine, das ist jetzt mal hier das erste richtige Multicrew-Schiff, wenn man ehrlich ist, ne? Ja. Wenn man es mal anschaut. Absolut. Alles da. Ich meine, auch hier oben diese fetten Displays auf der, wie nennt sich das eigentlich auf der Brücke, dieser Achterbereich, dieser hintere Bereich? Ja, weiß ich auch nicht. Kommando. Ja, also irgendwann wird es wahrscheinlich mal bei einem größeren Schiff zu einem CIC, ne? Also Combat Information Center. Aber momentan sind einfach noch zwei Terminals hinten dran. Ist schon geil. Und der fette Captain Sessel. So. Ja. Ja, es ruckt ein bisschen, Leute. Das ist der PTU-Patch. Aber das egal. Gehört dazu. Jetzt ist der Use-Button weg. Da ist er. So, das funktioniert. Mal sehen. Sehr schön. Ob das, wie sich fliegt, das Baby. So, jetzt mache ich was ich jetzt bei Star Citizen schon seit Ewigkeiten machen wollte. Ich sitze jetzt in meinem Captain-Sitz, habe den Weezen vor mir, der in meinem im Pilotensitz sitzt, und jetzt sage ich, engage. Gut, anschnallen, Windeln festmachen und jetzt heben wir ab. Ja, Energie. Passiert was bei dir? Nö. Nö, wieso denn nicht? Was ist denn nur schon wieder los? Okay, nochmal. Der Vorführeffekt. Ich mach mal ganz kurz den Landemodus an und aus. Ist sie jetzt kaputt etwa? Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Du fliegst nach vorne. Ja, super schön. Sehr gut. Ein bisschen angehakt, bin ich hier festgehakt. Ja, jetzt strafe sie auch. Eigentlich wollte ich das so haben. Na gut. Super geil. Ach, ist das ein großes Schiff. Ja, ich gehe jetzt mal in die Außenperspektive kurz. Ja, da bin ich nämlich auch schon. Oh mein Gott. Guck dir mal an, wie massiv der Turm oben ist, ne? Ja, das ist ein Riesengerät. Was sind denn da drauf? Sind es Bering M5A? Das sind auf jeden Fall Bering Laser. Fangfragen. Ich denke, Size 4 wird das sein, auf jeden Fall, oder? Ja. Ich hoffe das. Oh, guck mal, Achter aus von uns. In Steuerbord Achter aus ist noch eine. Die jetzt gerade fliegt gerade hinter uns durch, ein Stück entfernt. Ah ja, ich sehe es.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Naja, sagst du doch, sieht ziemlich agil aus. Ja, naja. Und jetzt ist er am Ring zerschellt. Naja, gut. So, wir machen mal jetzt hier weiter. So, Herr Kapitän, wohin denn? Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt mal in Jela was zu finden. Okay. Jela. Mein Gott, das ist schon die richtige. Es fliegt sich wie ein Tanker, aber das ist ja auch ein Tanker. Es soll sich ja auch so fliegen. Es ist ein Tanker. That's pretty much the point. So. Kurs liegt an, Kapitän. Gut, dann engage. Ach, ich sag engage. Das jetzt nur noch. 4 Sekunden. Oh ja. Jetzt fehlt noch Country-Musik, ne? Ja, genau. Der erste Sprung mit einer Gemini. Stimmt. So, mal sehen, was wir auf dem Schirm haben. Asteroiden haben wir auf dem Schirm. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwie... Soll ich mal versuchen, den Turm zu finden? Also falls jetzt irgendjemand um die Ecke kommt? Ja, oder? Es wäre vielleicht gut, weil hier soll es von Piraten wimmeln. Und wir haben hier einen Raiden Airborne vor uns auf 22 Kilometer. Gut, ich versuche jetzt mal, den Turm zu finden. Mach das mal. Ah, diese Spiegelungen sind tatsächlich sehr irritierend. Die sind noch sehr krass, ne? Aber das kennen wir ja von den PTUs inzwischen, ne? Das ist ja bei der Saber zum Beispiel war es doch genauso. Es war so krass gespiegelt, dass du nichts mehr gesehen hast. Das ist der Feinschliff. In diesem Schiff kann man sich wunderbar verlaufen, Leute. Es ist wirklich herrlich. Aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Wenn jetzt hier der Lift funktioniert, hoffentlich. 140 machen wir Meter die Sekunde. Ist jetzt kein Racer, auf jeden Fall. Soll ich mal den Cruise Speed testen oder lieber nicht? Ja, warte mal, bis ich im Turm sitze. Ich habe den nämlich gerade gefunden. Also der obere Turm, Leute, wenn ihr da hin wollt, ist tatsächlich ganz, ganz oben im Deck der Habitaten, also der, wie nennt man das, im Quartier quasi. Da oben muss man hin. Das Witzige ist, es kommt kein Use-Button wieder mal. Aber eigentlich habe ich ihn schon mal benutzen können. Mäh. Boah, das Rollen ist aber auch... Ja, wohl, es geht. Die Kiste rollt sich eigentlich ganz gut. Für so die Größe kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Ich habe hier unter uns ein grünes Positionslicht. Da könnten wir was einsammeln gehen. Ja, wäre doch was. Dann werde ich mich mal ausrichten. Es ist tief. Leider kommt beim oberen Turm kein Use-Button. Leider geht das anscheinend nicht oder noch nicht oder ist ein Bug. Können wir uns gleich aufschreiben und reporten, Weezen. Sehr gut. Der funktioniert nicht. Zumindest jetzt bei mir nicht. Ich könnte jetzt einen der hinteren Türme oder soll ich eher gucken, dass ich ein EVA mache? Ich glaube eher EVA. Mein Gott. Das ist ein Riesenteil. Aber es fliegt sich echt geil. Also es ist wirklich, du hast das Gefühl, dass man das Gewicht wirklich spüren kann, ne? Muss man sagen. Mhm. Und oh, diese Farben und die Leuchten, Mann, das sieht so geil aus, auch diese Beleuchtung von dem UAE-Markings. Es sieht so fett aus, Leute. So, ich habe jetzt hier das erste Mal so testweise meine AT-4 Energy Rifle gezogen, um mal so ein bisschen das Gefühl zu kriegen. Das wird spannend, so ein Boarding-Gefecht, sage ich dir. Das wird richtig spannend, ja. So, ich komme jetzt mal hier, bin jetzt mal die BD vorne wieder. Ich würde jetzt, wenn du bei mir bist, doch mal auf Cruise Speed gehen. Ich habe das Gefühl, es ist doch ein bisschen weiter weg. Ah, ich kann schon mehrere Lichter differenzieren im Zoom. Das heißt, wir sind nicht mehr weit weg. Mhm. Na, immerhin. 450 machen wir im Cruise Speed. Jetzt kommen auch die Lichter schnell näher. Ich gehe mal wieder runter. Für den Test reicht es wohl. Ja, da sind Wrackteile, ich sehe sie. Ja, wir sind schon da eigentlich. Ich würde jetzt mal uns ranbringen. Jetzt gehe ich mal... Sind wir dicht genug dran? Ja, ne? Ja. Was meinst du, was wir finden? Zigarren? Zigarren, Whisky. Das wäre doch mal was. Jetzt schaue ich mal ganz kurz raus. Wir sind dicht genug dran, oder? Ja, ja. Obwohl, ich meine, die Schiffslänge sind ja schon 90 Meter, ne? Ja. Ja. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen vor, oder? Du wunderst dich gleich. Oh, es sind überall Wrackstücke. Ich hoffe nicht, dass wir was rammen. Naja, ich glaube, das wird sie aushalten. Wahrscheinlich. So, nee, sieht gut aus. Ich habe es jetzt direkt quer ab. Ja, Backbord quer ab. Also von daher läuft. Ich werde mal probieren. Jetzt habe ich auch wieder Use-Buttons überall, witzigerweise. Eben war das nicht so.
Sehr gut. Na gut. Ich bleib hier und mach mal Kontrolle, oder soll ich mit rauskommen? Nö. Ich hol das jetzt mal. Okay. Gut. Ist ja dann eigentlich Dozers Job. Was noch ein bisschen irritierend ist, Leute, ist, dass man, wenn man zu nah an einer Leiter vorbeigeht, dann steigt ihr jetzt automatisch auf die Leiter auf, ne? Also da müsst ihr aufpassen. Ist mir schon 3-4 Mal passiert. Die Leiter muss man nicht mit einem Use-Button benutzen, sondern die nimmt er jetzt kontextuell wahr. So, ich hab, oh, das sieht groß aus. Hier ist einiges einzusammeln. Oh mein Gott. Ich würde jetzt mal schätzen, oh, das ist ein wunderschönes Bild, Wiesen, weil die Sonne direkt hinter dem Wrack sich bricht. Ich versuch's mal ein bisschen hier dilettantisch einzufangen. Das ist hier von mir aus jetzt echt schön zu sehen. So, wir haben eine ganze Menge Ladung, die hier rumfliegt. Ich würde fast schätzen, das sieht aus wie eine Wrack von einer Retaliator. So groß? Ist wirklich groß. Oder ist es eine Freelancer? Es ist wahrscheinlich ein Freelancer. So, jetzt machen wir hier mal zack. Use. Oh, es sieht aber auch, diese Farben sehen so geil aus. Mit den Leuchten, Mann. Also da ist einiges passiert. Ich glaube, die haben auch echt viel gemacht. Vielleicht täusche ich mich jetzt, aber ich glaube, sie haben auch sehr viel gemacht mit dem Licht und den verschiedenen Effekten auf die Texturen und solche Geschichten. Sieht auch knackiger aus alles. Die Farben sehen besser aus. Ja, das stimmt. Ist ein ordentlich großer Kahn, wenn ich ihn mir jetzt nochmal so von außen im Weltraum. Sawyer? Ja? Die Hornet kommt auf uns zu jetzt langsam. Du kannst auch, wenn du willst, erstmal eine Runde rumfliegen, wenn es dir jetzt zu heiß wird. Die ist noch auf 27 Kilometer, jetzt kommt sie rasch näher, jetzt hat sie den Cruise Speed, glaube ich, aktiviert. Vielleicht sollte ich mich doch bewegen, hä? Ist eigentlich bei uns Navy-Praxis, dass wenn wir uns im VVA sind, das Schiff nicht stillsteht. Ich leg mal ab, ja? Ja, mach das. Ich meine, er ist ja friedlich gekennzeichnet, aber wir sind außerhalb der Comrade-Reichweite, richtig? Ja, tatsächlich, ja. In Jela ist gerade deaktiviert, das Comrade. So, jetzt ist er auf 8 Kilometer, der kommt rasch näher. Vielleicht ist er auch nur neugierig, hoffentlich. Schauen wir mal. Ich dekappel mal. Okay, ausmanövrieren kann ich ihn nicht. Jetzt direkt vor mir. Junge, mach mir keine Beule rein! Oh! Will er jetzt schicken mit mir spielen? So. Okay, also ich glaube, langsam habe ich hier alles eingesammelt. Ich glaube, der will schicken mit mir spielen. Sag mal, beschießt er mich eigentlich? Siehst du irgendwas? Ich hab dich gerade nicht im Blick, weil ich gerade woanders hin EVA. Ich komme jetzt wieder an dir vorbei, ja? Mhm. Da ist noch ein Kontakt auf 3 Kilometern, wenn ich das richtig sehe. Ich würde sagen, wir riskieren das jetzt mal. Ich komme jetzt mal auf die andere Seite, ja? Mhm. Vom Feld bin ich jetzt. Ich sehe dich. Reicht schon, ne? Ja, da kannst du bleiben. Jetzt werde ich mal probieren, das untere Airlock zu benutzen. Also wie gesagt, hier ist halt dummerweise dieser Hornet. Ich hoffe nicht, dass der was macht, aber er hätte ja schon längst was machen können. Ja. Denke ich auch. Oh, er will mit seiner Hornet parken. Er will mit seiner Hornet in meinem Kofferraum parken. Siehst du das? Ja, nee. Doch, ja, sehe ich. Oh mein Gott. Oh Gott, this is not gonna go well. Beeil dich, Sawyer, beeil dich. Was tut er denn? Er will mich hochschieben. Soll ich ihn mal ein bisschen runterlupfen wieder? Jetzt bin ich direkt am Airlock unten, also... Beeil dich, lieber. Ja, tue ich. Was ist das denn für ein Profi? Mach's zu, bitte. Okay, ich komme irgendwie durch das untere Airlock nicht rein. Naja, okay, dann musst du nach hinten, aber die Hornet ist gerade wieder weg. Gut, dann probiere ich. Also, ich gehe jetzt da hinten rein, ja? Ich schwebe da jetzt schnell rein. Tja, die ist schon ein bisschen flinker als wir. Naja, das wäre auch echt abgefahren. Um nicht zu sagen, total daneben. Ich hoffe, der Typ kommt nicht auf blöde Ideen und rammt uns plötzlich oder sowas. So, ich gleite gerade wieder und ich bin wieder im Grid-System. So, Luke dicht. Sehr gut. Da schnüffelt die Hornet schon wieder. Vielleicht will sie betankt werden. Das wäre was, ja, das stimmt. So, ich habe übrigens jede Menge Munition eingesammelt. Sehr gut.
was uns nicht viel hilft, weil wir Energy Rifles haben, die brauchen keine Munition. Hast du eine Waffe auch gefunden oder nicht? Nee, Waffen gab's keine. Ich fliege strafe ein bisschen nach oben weg. Ich probier's jetzt nochmal mit dem Turm. Ja, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, so sicherheitshalber. So, ich gehe jetzt mal hier durch eine dieser Tubes durch. Um das jetzt wirklich mal auf Herz und Nieren zu testen. Bis zum Absturz, Leute. Ich sag euch, bis zum Absturz. Ich geb Gas. Oh, 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 oh. Freeze. dieses dauernde Einfrieren passt irgendwie zu diesem schwerfälligen Schiff, ne? Das stimmt, ja. 5 FPS. Naja, es ist PTU, was will man sagen, ey? Also. Immerhin sind wir jetzt schon mit dem größten Schiff, was zurzeit hier unterwegs ist. Unterwegs. Und jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, doch nicht. Jetzt lootet er da hinten, glaube ich. Kann sein. Also der obere Turm will nicht. Also da kriege ich keinen News-Button. Dann geht der gerade leider nicht. Nee, dann ist das ein Bug. Dann muss man das reporten. So, ich würde mal sagen, willst du noch was gerne zeigen? Fällt dir noch irgendwas ein, was du jetzt im Fliegen zeigen willst? Weil ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt hier oben in den Quartieren. Du stellst das Ding jetzt mal ab. Ich weiß schon, was kommt. Wir ballern, ja. Ich bin leider bin ich im FPS Elite, aber das ist ja für dich nur gut. Ich wette, du hast hier irgendeine Moor, also du hast wahrscheinlich die Schrotflinte gefunden und sagst, erzählst mir das nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe wirklich ganz ehrlich die Energy Rifle von ATT4, die du auch hast. Die ATT4 Energy Rifle, die du auch hast. Na gut. Mhm. So, ich lass ja verstehen, die Kiste, ne? Ja, lass einfach stehen. Geil. Meine Waffe habe ich verloren, die ich letzte Runde gekauft habe. Echt jetzt? Mhm. Das erhöht ja meine Chancen gewaltig. Ich hab ja noch eine. Es kann losgehen übrigens. Okay, na dann komme ich jetzt aus diesem Quartier raus und dann gucken wir mal, ob wir uns jemals finden. Mann. Ich habe aber noch nicht so richtig die Orientierung in der Kiste, ne? Ich auch nicht, zum Glück. Sind wir da ähnlich drauf. Ich weiß halt nicht, ob meine Chancen so gut sind in meiner Knifte hier. Oh je. Ich sehe keine Schüsse. Ich sehe auch keine Schüsse. Das ist ja geil. Ich glaube, es passiert nichts, oder? Hier passiert, glaube ich, witzigerweise, ich sehe, dass welche abgefeuert werden. Aber es passiert nichts. Ist ein bisschen irreal, ne? Sehr geil. Meinst du, ja, den falschen Gang? Ja, okay. Oh. Oh ja, oh ja. Jetzt krieg ich Schaden. Oh, 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 überhaupt nicht gut, gar nicht gut. Ich sehe zwar überhaupt nicht, wo ich hinschieße, aber... jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich habe keine Munition mehr. Aber ich krieg dich nicht tot. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Messer gibt's auch nicht. Kriegst du Schaden denn überhaupt? Nö. Okay. Ich hatte einmal kurz, habe ich Schaden bekommen. Jetzt bekomme ich Schaden, jetzt erwischte mich. Aber auch nicht so richtig dramatisch. Und jetzt sind meine Munition auch alle. Okay, FPS würde ich sagen, dann gehen wir nochmal zu Dozer und lassen uns mal so ein bisschen drillen hier, weil es ist ja nicht so ertragreich, aber ein Versuch war es wert. Ich habe übrigens du hast mir irgendwie leichten Schaden am rechten Arm verursacht, wenn ich das richtig interpretiere. Ich habe es am linken Arm und am Kopf habe ich einen leichten Schaden. Aber das wissen wir ja alle. Ja, und jetzt ist alle hier, also von daher... Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier, oder? Ja. Und machen weiter und dann werden wir vor allem auch schnellstmöglich mal so die ganzen Features im Let's Play ausprobieren. Definitiv, ja. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich das gemeinsam anzugucken. Ja, ansonsten, das ist erstmal der erste Eindruck gewesen von der Starfarer Gemini im Crusader. Wirklich ganz frisch als First Look Let's Play. Das gehen wir natürlich im Detail nochmal alles durch, wie Wiesen auch schon gesagt hat. Und jetzt schauen wir uns, was 2.4 die Alpha noch zu bieten hat, bevor er dann wirklich live geht. Und ihr alle... Oh, jetzt krieg ich Schaden. Hör auf damit. Warum hab ich denn plötzlich die Waffe? Ich weiß es nicht. Ha! Ha! Was für eine Finte! Was für eine Finte! So gerade in der Abmoderation, jetzt passt's auch ganz gut. Wiesen hat dann doch noch seine Waffe gefunden. Okay, wir üben das noch mal ein bisschen mit dem FPS, würde ich sagen. Definitiv. Also in diesem Sinne, Leute, kommentiert die Episode, sagt, wie ihr eure PTU-Experience ist, wenn ihr eine Einladung habt. Ansonsten abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen und natürlich liked und disliked uns, wenn ihr uns außerdem direkt als Creator unterstützen wollt. Dann geht doch
doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns ganz, ganz doll freuen. Vielleicht findet ihr da einen Reward, der euch gefällt. In diesem Sinne, Weezen, das war unser First Look von der Gemini und wir verabschieden uns, wa? Mit 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Das klang fast synchron, mein Gott. Fast synchron.